Kapitel 23. Was niemand hätte schaffen dürfen. Sekunden vergingen, bis Sol von seinem Opfer abließ. Blut färbte den Grund. Und für den Moment schien nichts zu geschehen als vergehende Zeit. In den Augen Günthers spiegelte sich kein wahrer Schmerz. Wohl dadurch bedingt, dass dieses Impagator eher ein Abbild als ein wahrer Körper war. Doch der Schock war mehr als deutlich. Genau wie die Ungläubigkeit. Du hast gut gekämpft. Das ist der einzige Lob, den ich bereit bin, dir zu geben. Du hast verloren. Wahrlich, letzte Worte kann ich dir nicht anbieten. Im Wissen, dass dein wahres Selbst bei bester Gesundheit ist. Körperlich zumindest. Wenn du noch etwas sprechen musst, dann tu es jetzt. Die Flammen um das Gitter herum schwanden. Die Wände, welche Sol von seinem Team trennte, jedoch nicht. Erst wollte das Akani sicher gehen, dass der Kampf wahrlich zu Ende war. Auch wenn er dies im Prinzip wohl war. Der Feind konnte kaum stehen. Weiter und weiter tropfte Blut aus der riesigen Wunde. Omegon! Omegon! Sein Gegner völlig ignorierend, wandte sich der Sternkrieger mühevoll um und blickte auf die kleine schwarze Echse auf der anderen Seite des Gitters. Omegon, was tust du? Was soll das hier alles? Du hast mir geschworen, dass diese Welt leben würde. Einen Kampf, den du nicht verlieren kannst. So hast du es genannt. Also was ist jetzt? Was ist dein Plan? Los! Sprich! Du hast gesagt, dass diese Welt leben würde. Wie konnte ich verlieren? Wie konnte ich verlieren, wo ich doch den einzigen an meiner Seite hatte, den ich jemals brauchen würde? Tu etwas! Sprich! Irgendwas! Omegon! Die hiesige Gestalt des angesprochenen Weltengeistes rührte sich nicht einmal. Kein Wort, keine Tat, nichts. Du Bastard, ich hab dir vertraut. Ich habe alles gegeben, jahrzehntelang habe ich für dich gekämpft. All diese Jahre, ich wollte nur, dass sie etwas wert sind. Ich wollte, dass meine Kämpfe etwas bedeutet haben. Dass die Geschichte nicht vergisst. Ich wollte diese Heimat bewahren. Alles habe ich getan. Alles. Und das ist der Dank. Das ist der Dank. Wo ist der größte aller Herrscher? Wo ist der unfehlbare Omegon? Wo ist er, wenn diese Welt ihn am meisten braucht? Wo ist er? Gab es ihn jemals? Du bist ein Blender. Nichts als ein billiger Blender, ein Möchtegern-Gott. Wieder und wieder hast du mir versichert, du wärst nur übervorsichtig. Hättest alles getan, was nur möglich wäre. Dieser Krieg wäre schon lange entschieden, das Schicksal selber ließe nichts anderes zu. All das musste ich hören, wieder und wieder. Wo ist es alles geblieben? Wieder nicht. Antworte mir, Omegon! Omegon! In nichts als rasendem Zorn schien Günther sich erheben zu wollen. Doch er konnte es nicht mehr. Er konnte nicht mehr stehen. Kaum noch reden. Nicht mehr leben. Omegon! In einem letzten Akt der Verzweiflung wollte das Impagator aufspringen. Doch eine Substanz umhüllte seinen gesamten Körper. Kristall. In der Bewegung, in einem letzten Versuch der Rebellion, endete Günthers Gestalt wie eingefroren, umgeben von reinem Kristall, bestehend aus reinem Kristall, durchzogen von endlosen Rissen. Aus diesen Rissen entstieg ein leichter, blauer Dampf. Dies war alles, was vom Herzen dieses Weltenbaumes verblieb.
Sol blickte ein letztes Mal abfällig auf die Statue, als würde er sicher gehen wollen, dass er wahrlich gewonnen hatte. Anschließend folgte ein letzter Kampfschrei. Auch die Gestalt Sol Galeos stand bloß noch stumm da. Einen letzten Blick warf er seinem Auserwählten zu. Nun im Bewusstsein, dass er keine bessere Wahl hätte treffen können. Vielen Dank, mein Freund. Wir sprechen bald wieder. Davon bin ich überzeugt. Die Gestalt des Feuers verbeugte sich. Anschließend schwand er, gemeinsam mit der Sonne, dem bunten Rauch und den Flammenwänden. Alles, was Sol von seiner höchsten Kraft blieb, war die Form des Arcani und die Möglichkeit, all dies wieder zu nutzen, sollte es, selbst in einer Zukunft des Friedens, noch nötig werden, sollte er selber diese überhaupt erleben. Sofort als die Flammenwände fielen, stürzte eine etwas unsicher hinkende Funkenherd sofort nach ihren Möglichkeiten los und warf sich gegen Sol. Du hast es geschafft. Du hast wirklich gewonnen. Gegen Günther. Und das ganz alleine. Ich hatte solche Angst um dich. Um uns. Nun, wo die Gefahr beseitigt war, verebbte auch langsam das Adrenalin. Doch auch Freude und Erschöpfung übermannten Sol. Ich habe es dir geschworen. Niemand kann uns die Zukunft nehmen. Ich werde es nicht zulassen, ne? Asche ließ die beiden Liebenden in Ruhe. Sol hatte ohnehin bereits weit, weit mehr getan, als man es je von einem Pokémon verlangen könnte. Doch gleichzeitig, so sehr er auch nicht direkt stören wollte, es musste noch eine letzte Sache getan werden. Die Zukunft musste eingeläutet werden. Und nach allem, was geschehen war, würde sich nun auch endlich zeigen, ob die Reisenden selber sie überhaupt erleben dürften. Das Vulnona trat im vollen Wissen an die kristallinen Reste Günthers heran. Nun in gewisser Ruhe. Es war zu Ende. Selbst ein Omegon konnte nichts mehr ausrichten. Was nicht hieß, dass er es nicht in letzter Verzweiflung noch versuchen wollte. Nachdem er seinen treuesten Krieger keines Wortes gewürdigt hatte, sprach der Herr des Sternlichtes nun wieder auf. In seiner Stimme ein Ausdruck, welchen Asche nur so in sich aufsog. Diese Furcht! Und das von einem Omegon. Asche! Asche, hör mich an! Du bist doch bestimmt bereit, um zu verhandeln, nicht? Du bist ein vernünftiges Pokémon! Schadenfroh lachte der Anführer aus dem Forst bloß auf. Es gibt so viele Worte, mit denen du mich beschreiben könntest. Und du wählst das Unpassendste. Gib es auf, Omegon! Du hast verloren! Der große, der mächtige Omegon! Geschlagen von den Kriegern der anderen Weltenbäume! Du weißt nicht, was du da tust. Du weißt nicht, was es wirklich für Folgen hätte, wenn du das Herz zerstörst. Ihr alle seid inmitten im Zentrum des Weltenbaumes. Wie wollt ihr entkommen? Es gibt zwei Alternativen. Entweder entkommen wir mit Hilfe der Weltengeister, der wahren, verdienenden Weltengeister. Oder wir entkommen gar nicht. Und weißt du was? Selbst diese zweite Option ist so, so viel besser, als dich zu tolerieren. Du bist viel zu weit gegangen. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Asche. Ist das nicht genau, wofür du stehst? Gerechtigkeit. Es ging um nichts anderes als eine Weltordnung, in der niemand durch die Untätigkeit anderer sterben muss. Es ging immer nur um eine bessere Welt für alle. Ging es das? Falls du die Wahrheit sagst,
und es dies tat, hast du immer noch die falschen Wege genommen. Oder du lügst und es ging nur um Macht. Wer weiß, vielleicht ist ja selbst deine ach so berühmte Ehrlichkeit so Schall und Rauch wie deine Unbezwingbarkeit. Egal wie es ist, wir haben gewonnen. Und die Weltenbäume werden dich keine Sekunde länger akzeptieren. Du hattest deine Chance, Größtes zu bewirken. Und das hast du auch. Im schlechtesten Sinne. Nach einem letzten Blick, all die Pokémon, welche nun an Ashes Seite standen, setzte das Vulnona seine Kralle an den brüchigen Kristall an. Auf nimmer Wiedersehen. Niemand wird dich vermissen. Die Ära des Sternlichtes endet hier und heute. Nein, du... Asche schlug zu. Und der Kristall zerbarst. Es war nur eine Frage von Sekundenbruchteilen, bis die gesamte Welt, der gesamte Weltenbaum, begann zu beben. Das war's. Das ist das Ende. Erneut wandte sich Asche an sein Team. Na dann, sehen wir mal, wie es für uns weitergeht. Und wenn es nicht weitergeht, dann sehen wir uns eben auf der anderen Seite. Es war mir eine Ehre, Freunde. Omegon war natürlich der eine, der diese kleine Ansprache völlig ignorierte. Er sah seine Kreation vor seinen Augen zerfallen. Was hast du getan? Asche, was hast du getan? Du verstehst nicht, was du da tust, was jetzt geschehen wird. Du verstehst es einfach nicht, ihr alle. Wie? Es sollte unmöglich sein. Niemand hätte es je schaffen dürfen. Und doch haben wir es, Omegon. Und? Sag mir, wie fühlt es sich an, zu verlieren? Niemand, absolut niemand hätte es je schaffen dürfen. Es schaffen dürfen, mir so auf die Nerven zu gehen für eure Gruppe, Kleinkrieger. Sofort schraken sie alle zur Gestalt der kleinsten Echse um. Das war nicht, was sie von Omegon erwartet hatten. Wo war auf einmal die Furcht in seiner Stimme hin? Sein Herz wurde doch zerstört, also was? Ihr Narren! Ihr einfältigen, selbstverliebten Narren! Was glaubt ihr, dass ich bin? Wer glaubt ihr, bin ich? Dachtet ihr, es wäre vorbei? Dachtet ihr, ich wäre am Ende? Ich habe euch immer gewarnt. Ich war auf alles vorbereitet. Auf alles. Selbst darauf, dass ihr das hier schafft. Ich war bereit. Ich habe Günther nicht angelogen. Auch wenn er es nun wohl denkt. Er hat mich unterschätzt. So wie ihr auch. All eure Reisen, all eure Mühen. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben erzielt, was ich nie für möglich hielt. Wir haben es geschafft, mich in Plan B zu zwingen. Was? Aber wir haben doch gerade ein Herz zerstört. Das Herz des Weltenbaumes des Sternlichtes. Ihr hättet auf Sackett hören müssen. Ihr habt das Herz des Weltenbaumes zerstört. Ja, doch für wen haltet ihr mich? Einen Gott, einen Weltengeist. Narren, ich bin so viel mehr. Ich habe schon lange die Zeit überstanden, in der ich all meine Kräfte benötigen würde, um einen so kleinen Weltenbaum über Wasser zu halten. Das Herz des Weltenbaumes, welches ihr zerstört habt, war nichts als ein Splitter meiner Kraft. Ein Splitter! Ich habe es alles geplant.
Latias, Latios, Flowing Flamios, Dumpex. Dachtet ihr wirklich, ich hätte all die Pokémon dieser Welt in Städte sperren lassen, um diese Gruppe zu stören oder derartiges? Oh nein! Es erleichtert mir lediglich den nächsten Schritt. Herzlichen Glückwunsch! Dieser Weltbaum zerfällt! Leider brauche ich ihn aber noch. Aber ich hatte ohnehin vor, ihn vor dem Einbruch des Imperium Omega einzuschläfern, um den Übergang zu erleichtern. Dann muss ich diesen Schritt eben vorziehen. Aber ihr habt wahrlich Großes bewirkt. Ihr seid inmitten des Herzens des Weltbaumes. Damit habe ich leider keine Wahl, als euch alle ebenfalls in den Schlaf zu versetzen, bis eine neue Welt erwacht. Ihr habt mich gezwungen, euch Teil meines Kaiserreiches werden zu lassen. Nachdem ich es euch ohnehin anbot, unzählige Male, was für ein großartiger Sieg für euch! Das ist nicht der Plan gewesen. Wir müssen weg, schnell! Weg? Darkrai, mein Freund! Für weg ist es viel zu spät! In Momenten wird diese ganze Welt in einen Schlaf versetzt. Die Pokémon zu sammeln ermöglicht mir nur, die einzelnen Pokémon weniger aufsuchen zu müssen. In der Wurzelwelt zumindest, aber jede gesparte Arbeit ist ein Sieg in meinen Augen. Denkt ihr nicht? Hier lief gar nichts nach Plan. Zumindest nicht nach dem Plan von Omegons Feinden. Ihr hättet auf Sackett hören sollen. Weshalb dachtet ihr denn, er wäre so überzeugt von meinem Sieg? Ein doch ach so mächtiger und vor allem ach so eingebildeter Krieger. Er hat mein wahres Herz gesehen, gespürt. Er wusste, selbst ein Sieg gegen meine Helden könnte den Ausgang des Krieges nicht verändern. Ich bin Omegon, bestimmt zu herrschen. Eure Mühe waren außerordentlich. Ihr habt euch einen Platz in der Zukunft wahrlich verdient. Soll, Funkenherz, war das nicht alles, was ihr wolltet? Eine Zukunft, in der ihr gemeinsam glücklich sein könnt. Ich schenke sie euch. Ich schenke euch eure Träume und Wünsche. Ich schenke euch das beste Leben, das ihr haben könntet. Schon bald, nur ein wenig, müsst ihr euch noch gedulden und euch dabei nicht sorgen. Bis das Imperium eintritt, dürft ihr euch in eigens geschaffenen Traumwelten aufhalten. Dankt mir dafür, dass ich euch trotz aller Sünden vergebe, dass ich euch die Zukunft schenke. Ich lege sie euch zu Füßen, auch wenn ihr sie nicht annehmen wolltet. Und Asche soll, gerade ihr solltet euch doch freuen. Ihr werdet bald nach Hause gehen können, durch den Kampf eures Vaters. Es wird alles bald beginnen. Wenige Tage und bis dahin. Felsen stürzten von der Höhlendecke und die gesamte Welt hüllte sich in Finsternis. Gute Nacht! Wir sehen uns wieder auf der anderen Seite! Alles, was Asche noch hörte, war Omegons langsam vergehende Lache, als auch er hinfortdriftete in einen unruhigen Schlaf. In shattered halos foam, across the street of soul and gold, I know you long.
place to call your own.